How strange it was to see such opulence after so many years of scarcity. Vestergaard had gone to great lengths to display his power and furnish the banquet with as much food and drink as the black market would allow. But his wealth fueled his power. He wasn't willing to do anything which would put that wealth at risk. I would have to save Anders on my own. Vestergaard versuchte, seinen Ruf mit kleinen, großzügigen Gesten reinzuwaschen, und wenn ich seine Hilfe annähme, wäre ich genauso ein Kriegsgewinner wie er. Ich hatte gehofft, die Schuldgefühle bringen ihn dazu, das Richtige zu tun, aber offenbar war sein Gewissen nicht so belastet wie meins. Beim Versuch, den alten Kriegsgewinner mit Gerüchten zu erpressen, habe ich mich auf sein Niveau herabgelassen. War das der Preis für meinen Ehrgeiz? Das klingt aber alles so ziemlich drastisch, oder? Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt so gewesen ist. Ehrlich gesagt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so gewesen ist. In my attempts to pressure the old profiteer with gossip, I had stooped to his level. Was this the price of fulfilled ambition? Montag, 5. Februar, 2 Uhr. Ab nach Hause. My head is spinning, but I have to try and get some rest. There are so many things that I need to do tomorrow. Wälzt sich im Bett. Wie spät ist es? Was ist das für ein Lärm? Klingt so, als wäre wir in der Küche. Anders? Das ist ein Traum, oder? Ein Picknick am See? Ich fand mich zu Hause wieder, aber irgendwas stimmte nicht. Das ist ein Albtraum. Ich höre ein Rascheln, das aus der Küche kommt. Hey, ist das das Wäldchen draußen beim See? Anders? Warum dreht er sich nicht um? Von hier aus kann ich sein Gesicht nicht gut sehen. Anders? Gerda, Liebling, du bist da. Komm, das Picknick wartet schon auf uns. Ein Picknick? Bei dem Wetter? Geräusche passen auch nicht zu dem Wetter, ne? Eine Auswahl von köstlichem Essen. Greif zu! Was für eine fantastische Auswahl! Bum, bum, bum. Was war das? Klingt, als käme es aus dem Schuppen. Sollen wir nachsehen, was los ist? Willst du das wirklich? Wir haben uns gerade erst hingesetzt. Natürlich, du hast recht. Du hast sogar Kerzen angezündet. Wie romantisch. Oh, horch mal, die Amseln singen. Wie seltsam. Bom, bom, bom. Da ist es wieder. Was sollen wir nur tun? Warten wir einfach, bis es aufhört. Auf der anderen Seite gibt es nichts Gutes. Aber woher weißt du das? Ah, das besprechen wir besser nicht, Liebes. Du hast recht. Wir brauchen das nicht. Bom, 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 bom. Verzieht euch! Es hat aufgehört. Na, ein Glück. Möchtest du jetzt ein belegtes Brot? Hier, lass mich dir. Anders, pass auf, die Kerze. Au, 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 au. Meine ganze Hand ist voller Kerzenwachs. War es ihm auch schon so dunkel? Ich kann gar nichts sehen. Anders?
Bist du noch da? Anders? Bum, bum, bum. Ah, da ist wieder das Geräusch. Vielleicht sollte ich doch mal nachsehen. Jemand möchte hereingelassen werden oder hinaus. Gerda, dieser vermaledeite Husten wird noch mein Tod sein. Oh Gott. Wir müssen den Doktor sprechen. Wir brauchen Hilfe. Und zwar jetzt. Lassen Sie uns zum Herrn Doktor. Bitte warten Sie nur einen Augenblick. Das sind zu viele. Ich muss mit dem Doktor sprechen. Der ist tot. Oh, unsere Schuldgefühle. Herr Doktor, Gerda, tu doch was. Hilf ihm. Ich kann nichts für ihn tun. Ich kann nicht. Bum, bum, bum. Stahl. Aufmachen. Hier ist die Gestapo. Wir müssen weg. Du musst dich verstecken. Aufmachen. Nein. Bum, bum, bum. Wo ist er hin? Anders? Boah, ist das verstörend. Auf seine Art. Er stirbt. Er stirbt und es gibt nichts, was wir tun können. Sieh nur, was du getan hast. Was hätte ich denn tun sollen? Ich darf nicht stehen bleiben. Mama, mir ist kalt. Shh. Alles wird gut. Es wird alles gut. Ich wollte doch helfen. Warum bestehen Sie darauf, deren Spiele mitzumachen? Sie ist nur ein Kind. Haben Sie kein Mitleid? Ich kann nicht hierbleiben. Hast du deinen Vater ganz vergessen? Vertraust du mir nicht mehr? Ich kann nicht. Ich muss weiter. Das ist eindeutig ein Albtraum. Alles... Hallo, Gerda. Hoffen Sie immer noch, dass jemand Ihre Probleme löst? Mit Ihnen spreche ich nicht. Wollen Sie sich mir nicht auf einen Happen anschließen? Allerdings könnten Sie mit den Händen die Tischdecke beschmutzen. Meine Hände? Das Wachs der Kerze, es ist zu Blut geworden. Oh, ist das nicht der gute Anders da drüben? Und Stahl. Die Gestapo scheint ihn endlich eingeholt zu haben. Oh nein, ich muss mich beeilen. Und er stirbt. Anders! Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht aufholen? Oh, das Blut rauscht mir in den Ohren. Bum, bum, bum. Nein, nicht schießen. Anders! Ich bin zu Hause. Bum, bum, bum. Jemand klopft an die Haustür. Kommt da. Meine Güte, Kind. Du siehst aus, als hätte dich Gevatter Tod bereits in seinen Klauen. Den Besuch dieses Bösewichts fürchte ich selbst nur allzu oft. Was machen Sie denn hier? Ich bin gekommen, um dir eine Stärke für den anstehenden Tag zu bringen. Etwas vom übrig gebliebenen Kuchen des Kaffeebord. Außerdem wollte ich ein paar Dinge besprechen. Du scheinst etwas abwesend. Ist alles in Ordnung? Ich habe nur schlecht geträumt. Träume haben ihren Sinn, mein Kind. Weise oben von oben, nicht einfach von dir. Wir dürfen in diesen schweren Zeiten nicht vergessen, unseren Mitmenschen mit Güte zu begegnen. So reist morgen ein Konvoi deutscher Flüchtlinge vom Bahnhof aus nach Norden. Der perfekte Schwarm. Für unser Entchen. Torm hat eingewilligt, die entsprechenden Dokumente von Widerständlern im Norden zu beschaffen. Aber ich habe so meine Zweifel an seinen Verhandlungsfähigkeiten. Könntest du ihn möglicherweise begleiten? Wenn ich Zeit habe, ja. Und Gerda, ich will mich nicht wirklich in deine persönlichen Angelegenheiten einmischen.
Aber der Herr weiß, dass ich mich vom Klatsch und Tratsch fernhalte. Also ziemlich oft, manchmal. Aber in Zeiten wie diesen tun wir wohl daran, uns der Familie zuzuwenden. Überleg doch vielleicht, ob du deinen Vater heute am Bahnhof besuchen könntest. Ich weiß, dass es sich um dich sorgt, auch wenn ihr eure Meinungsverschiedenheiten habt. Wenn er sich nicht gerade mit Nazis verbrüdert. Und Gerda, sei bitte vorsichtig heute. Nach dem Verschwinden seines Sohns hat Stahl die Patrouillen verstärkt. Stahl hat nach Heinrichs Verschwinden die Patrouillen in und um Tingle verstärkt. Aber nun muss ich dich verlassen, mein Kind. Und um Himmels Willen zieh dir bitte etwas Wärmes an, ehe du dich doch noch erkältest. Wir dürfen nicht sorglos mit unserer Gesundheit umgehen. Es wird wirklich nicht einfacher. It seemed that the events of the last few days were affecting me in ways I didn't realize. My mind was racing after the choices I'd made, turning over every decision and wondering at its effects. I could feel myself changing, doing things I'd never imagined, and consorting with people I would normally avoid. Was this the person I wanted to be? Eine Person ist die Summe ihrer Entscheidungen. Ich kann mir nicht vorstellen, andere Entscheidungen getroffen zu haben. Wenn ich mich selbst ändern muss, um anders zu retten, dann werde ich das eben tun müssen. Ich wollte wieder die alte Gerda sein. Ist doch noch möglich, wenn das alles vorbei ist? Nein. Ich glaube, es ist nicht möglich. Eine Person ist die Summe ihrer Entscheidungen. Ich kann mir nicht vorstellen, andere Entscheidungen getroffen zu haben. Dieses Was-wäre-wenn ist halt immer ein großes Problem. Wenn du nicht zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig ist, halt eine Entscheidung triffst, es gibt keine Alternative. Es gibt nicht die Überlegung. Und die Entscheidung fällst du aus dem Kontext heraus. Aus deinen moralischen, aber eben halt auch aus den moralischen Gründen oder eben halt Kenntnissen und aus denen, die dir aus der Umgebung her zumindest als Eindruck vermittelt werden, dass du in die Richtung danach tendierst. A person is the sum of their choices, and I couldn't imagine having made different ones. February 5, 1945. 12 Uhr. Torben is heading west to get forged papers for Esther. Perhaps I can help ensure that everything goes smoothly. My father is friends with some of the guards at the factory. I could try to persuade him to tell me about their routines. The resistance is keeping Heinrich captive here. The boy's a bit of a sleuth. He might know something about the factory. Reinhard is lurking around the market. If I help him with his schemes, he might be more helpful when I try to break into the factory. Von den vielen sind wahrscheinlich wieder ein oder zwei Sachen machbar. My father is friends with some. Torben is heading west. Aber irgendeinen Maulwurf gibt's doch noch, oder? Mit Schokolade bestechen? Können wir probieren, ja. Ah, da ist er ja. Torben. Frau Larsen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass der Pastor dir nichts von meinen Plänen für heute gesagt hat. Danke, dass du gekommen bist. Ich vermute mal, inzwischen weißt du, wie sowas läuft. Ich glaube, daran gewinne ich mich nie. Diese ganzen geheimen Treffen an seltsamen Ordnern. Aber gut, fahren wir. Esther braucht diese Papiere. Hüpf rein.
Okay, jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht. Das ist aber nicht Verhandlungsbasis hier, oder? Nun denn, da wären wir. Meine Kontaktperson sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Es ist eine Widerstandsgruppe aus dem Norden, ein ganz geheimniskrämerischer Haufen. Hoffen wir einfach, dass sie die Ausweispapiere dabei haben. Das hoffe ich auch. Er scheint von der Vogelscheuche wie in den Bann gezogen zu sein. Alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Ein bisschen einsam sieht sie aus, oder? Die Vogelscheuche. Wie sie da allein im Schnee steht. Sie sieht wirklich ein bisschen traurig aus. Es sind noch nicht einmal Krähen da, um ihr Gesellschaft zu leisten. Das heißt wohl, dass sie ihre Arbeit gut macht. Nur schade, dass es kein Getreide zu beschützen gibt. Es wäre schön, so einen Hof mit Irsa zu führen, meinst du nicht? Das schafft ihr schon. Es dauert nur vielleicht etwas. Torben, der Landwirt. Torben räuspert sich und löst seinen Blick von der Vogelscheuche. Wir sollten besser weiter. Sie warten wahrscheinlich auf uns. Ein stabiles Holztor, das von Schnee bedeckt ist. Der Riegel ist festgefroren. Torben herbeirufen. Torben, kannst du mir mal mit dem Tor helfen, bitte? Es ist festgefroren. Lass mich mal versuchen. So. Oha, er hat es aufgebrochen, als wäre es kinderleicht. Oh, 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 oh. Wer ist da? Torben antworten lassen. Ich bin der Fahrer, also der, mit dem Sie verabredet sind. Ich bin wegen unserer Absprache hier. In Ordnung. Dann beeilen Sie sich und kommen Sie von der Straße runter. Es könnte Sie jemand sehen. Hier ist kilometerweit niemand. Naja, Vorsicht ist wohl besser als Nachsicht. Da ist gerade ein Flugzeug geflogen. Wer sind Sie noch gleich? Ich bin der, der sich wegen der Ausweispapiere gemeldet hat. Da müssen Sie schon etwas genauer werden. Der für Sie ein Postpaket schmuggeln wird. Oh, natürlich, natürlich. Hier ist das Paket. Schmuggelst du noch? Schweigen. Sorgen Sie dafür, dass es in sein Ziel gelangt. Und im Austausch? Hier sind die Ausweispapiere, die Sie wollten. Mit denen kommen Sie ganz einfach in den Zug voller Deutscher, der nach Norden fährt. Ziehen Sie sich nur nicht zu schick an, schließlich sind das alles Flüchtlinge. Danke. Moment mal, die sind gar nicht gestempelt. Richtig. Die Stempel werden Sie selbst fälschen müssen. Wir haben nicht genug für alle. Also haben Sie gestempelte Exemplare? Was wir haben, geht nur uns an. Abgemacht waren Ausweisdokumente. Davon, dass sie gestempelt sein müssen, hat niemand was gesagt. Wir sollten Esther erwähnen. Bitte, es ist für eine Freundin. Sie braucht dringend eine Tarnung. Sind Sie sicher, dass nichts übrig ist? Ja, tut mir leid. Ein Beamter hat einiges für uns ausgefüllt, aber wir haben keine mehr übrig. Moment mal, Finn. Es sieht nicht so aus, als würde der Kerl auftauchen. Er ist schon eine Stunde überfällig. Wir haben also doch ein Exemplar über. Und es fehlen nur noch ein Foto und die Unterschrift. Da hast du wohl recht. Aber vielleicht brauchen wir das später noch. Bitte, es ist für eine gute Sache. Nun, wenn das so ist... Oh Gott. Ich bin da! Ich bin da! Entschuldigung, ich bin zu spät. Tja, wenn man vom Teufel spricht... Haben Sie die Papiere? Haben wir, aber Sie haben anscheinend Mitbewerber. Was? Eine hilfsbedürftige Frau. Bin ich nicht hilfsbedürftig? Ich helfe dem Widerstand seit 2 Jahren. Ganz im Gegensatz zu den ganzen Neuen, die sich jetzt erst anschließen, wenn die Deutschen verlieren. Wir brauchen dieses Papier. Hören Sie, ich verstehe ja, dass Sie in einer schwierigen Lage sind, aber das bin ich auch. Würden Sie vielleicht stattdessen diesen Schnaps nehmen? Die Zeiten, in denen ich getrunken habe, sind vorbei.
Es ist zwar kein gestempelter Ausweis, aber die Wachen am Bahnhof sollen dem wohl recht zugetan sein. Diese Frau kann nicht vom Schnaps leben. Na schön, in Ordnung. Wir wissen ja, wir haben ja ein Gerücht gehört, ne? Scheiße, jetzt haben wir den Papa verraten. Na schön, in Ordnung. Ich nehme den Schnaps. Ausgezeichnet. Ich gehe dann mal wieder. Gut, dass sie das geklärt. Rumpel, rumpel. Scheiße, was ist das für ein Geräusch? Jemand ist gekommen. Verteilen. Oh shit. Niemand folgt uns. Komm, Gerda, gehen wir zurück. Sollten wir uns nicht verstecken? Wer immer die sind, sie müssen den Laster längst bemerkt haben. Am besten tun wir so, als wäre nichts. Schnell, kannst du die Papiere nehmen? Ich habe keine Tasche. Mit Torben Papiere geholt. Oh Gott. Och nö. Verdammt, Soldaten. Sieh da! Was tun Sie hier draußen? Wir wollten nach meinem Bauernhof sehen. Sicherstellen, dass sie niemand über den Winter benutzt. Haben Sie wen gesehen? Hier draußen? Was glauben Sie denn? Ist das Ihr Fahrzeug? Das ist mein Laster, ja. Stimmt etwas nicht. Zeigen Sie mal Ihre Genehmigung. Natürlich, hier. Ihr Name ist Torben Kellerup, richtig? Ja, das ist mein Name. So weit außerhalb des Stadtgebiets gilt die Erlaubnis nicht. Was? Sicher wissen Sie, dass Sie nicht nur innerhalb eines Radius von 10 Kilometern fahren dürfen. Wir müssen Ihren Lastwagen konfiszieren. Nein, Moment, warten Sie. Aber wer wird den Laster zurückfahren? Aber wer wird den Laster zurückfahren? Sicherlich möchte keiner der Herren sein Leben in dieser Klapperkiste aufs Spiel setzen. Vor allem nicht auf einer vereisten Straße. Das stimmt. Aber trotzdem, wir werden die Lastwagen wohl leider mitnehmen müssen. Aber wie soll ich denn arbeiten? Das ist meine Lebensgrundlage. Nicht unser Problem. Das können Sie nicht machen. Seien Sie nicht dumm. Geben Sie den Schlüssel her sofort. Torben hat seine Fäuste so festgeballt, seine Knöchel sind völlig weiß. Bitte, bitte, bitte. Yes. Sehen Sie nicht, dass wir anständige Bürger sind? Tja, wenn das stimmt, sollte Ihr Freund ja keine Schwierigkeiten haben, seinen Lastwagen abzuholen. Kommen Sie einfach später beim Depot vorbei und ihr hört ihn. Na schön. Hier. Gut, dann wäre das ja geklärt. Fahren wir. Verflucht. Verflucht doch mal. Torben. Es tut mir wirklich leid. Was jetzt? Wir laufen. Hoffentlich kann uns einer der Bauern in den Ort mitnehmen. The cold wind on the outskirts of our parish stung my face, almost as much as my guilt. If I wanted to help the people I cared about, others would suffer. There wasn't enough to go around. Not enough papers. Not enough medicine, not enough time. And the soldiers, with their desperation and anger, only made things worse. Would someone always have to get hurt along the way? Es waren die Nazis, die für all das Leid verantwortlich waren. Ich habe nur probiert, ihnen aus dem Weg zu gehen. Es würde nie genug für alle geben. Aber wenigstens wusste ich, dass die, die mir am Herzen lagen, es wert waren, gerettet zu werden. Was die anderen anging, konnte ich nur raten. Es war nicht richtig, die Papiere Leuten abzunehmen, die darauf angewiesen waren. Gott, das ist schwierig. Ich nehme trotzdem das. There would never be enough for everyone. At least I knew the people I cared about were worth saving. I could only guess about the others. Ich hoffe, die können wir irgendwo einsetzen. Okay. 2 Stunden später und 3 Ziele noch, ne? Genau, das heißt... My father is friends oh Gott, und dann noch eine einfache Entscheidung.
Gut, diese Entscheidung machen wir aber beim nächsten Mal. Wahrscheinlich wird das beim nächsten Mal in Richtung Ende dann abdriften. Vermutlich, weil es spitzt ja alles zu. Es ist alles nur noch ein pures Chaos. Egal was wir tun, es scheint immer irgendwie was schief zu laufen. Aber wir wissen zumindest, dass wir sehr viele Unterstützer haben. Eigentlich. Zumindest die aktiv an der ganzen Sache mitwirken und im Untergrund agieren, beziehungsweise unterschwellig agieren. Das soll es für heute Abend gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Also zumindest für YouTube hier. Im Stream werde ich kurz vielleicht noch zwei Worte wechseln, ne, und kurz was erklären. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.